Das Rennen nochmal neu machen, bitte. So, Rennen nochmal neu starten. Direkt das Rennen wieder neu starten, nicht das hier. Perfekt. Bestes Video. Ja, moin. Das fängt schon mal toll an, nicht das. Das fängt schon mal toll an. Simpson, ey. Mann, was soll das, Alter? Ich bin unzufrieden. Was soll das? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute spielen wir Forza Horizon 4. Aber kurz bevor das Video anfängt, hier nochmal eine Werbung in eigener Sache. Ich habe einen Instagram-Account, ihr könnt mir gerne folgen. Link in der Beschreibung, Leute. Und es würde mich echt supporten. Jetzt noch viel Spaß mit diesem Video. Kuss geht raus. So, Leute, wir spielen heute natürlich Forza Horizon 4. Was habt ihr euch denn anderes denken können? Es steht im Titel und es ist im Thumbnail zu erkennen. Heute aber hier mal mit einem sehr schönen Auto. Und Navi, halt die Fresse, Mann. Ich mache hier gerade meine Anmoderation und das fuckt mich aber gerade noch ab, Alter. Redet die mir einfach ins Maul, Alter. Sch, ruhig. Ich mache hier erstmal meine Anmoderation. So, Leute, wir spielen heute Forza Horizon 4. Und ich bin gerade hier im M4 unterwegs, Leute. Und es ist hier wohl Frühling gerade in Großbritannien. Wie kann es auch anders sein? Und wir versuchen hier natürlich direkt keinen Kratzer hier in das neue schöne Auto zu machen. Und ja, wir müssen ein bisschen was... Navi, halt die Fresse. Wir versuchen heute natürlich wieder Geld zu machen. Ist ja klar, ne? Wir müssen ja uns auch neue Autos kaufen können. Und deshalb tun wir das auch heute mal so. Und jalla, Abfahrt. Weg da. Okay, der Beste, der Profi, Leute. Und weiter geht's. Wir spielen hier natürlich nach Verkehrsregeln. Auf jeden Fall. Wir müssen natürlich ein bisschen was Geld verdienen. Ja, wir wollen uns auch natürlich neue, schicke Autos kaufen. Und die natürlich auch tunen. Und dafür brauchen wir ein bisschen was, ja, Geld. Und natürlich müssen wir uns auch in der Rennszene durchsetzen. Und das tun wir heute. Das tun wir heute. Das nächste Rennen wird heute gefahren, Leute. Ihr wollt mehr Forza Horizon 4 hier auf diesem Kanal. Ich glaube, ihr wisst schon, was zu tun ist. Ich glaube, das muss ich euch nicht mehr erzählen. Und jetzt mal wirklich von 1 bis 10, wie geil sieht dieser M4 aus, Leute. Boah. Alter, also die Farbe, die catcht mich schon. Die ist schon einfach geil. Die ist einfach geil. Und wer sich jetzt denkt, im letzten Video hast du so gesagt, Audi Sport ist besser als BMW. Leute, ihr habt den zweiten Clip nicht gesehen. Ja, BMW ist auch Mashallah. Mashallah, Leute. Wenn ihr jetzt mal entscheiden müsstet. Ey, Navi, halt die Fresse, Mann. Alter, die fuckt mich die ganze Zeit ab, Alter. Bitte links abbiegen. Als wüsste ich das nicht, Alter. Ich weiß, wohin es geht. So, jetzt aus dem Weg hier, Alter. Aus dem Weg. Düdü. So, jetzt hier die Kurve nehmen. Sollen wir mal driften, Leute? Okay, wir driften. Ja, wir driften doch nicht mehr. Wir driften doch nicht mehr. So, ich bin natürlich Profi, ne? Ich bin natürlich Profi. So. Oh, 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 oh. Profi, ich wusste es. Und jetzt driften? Ich war ja viel zu langsam. Alter, ich war viel zu langsam. Jetzt nochmal. Kleiner Drift. Okay, der war gut, aber der war auch echt klein. Nochmal ein kleiner Drift. Ah, mehr Gegenlenken. Das nächste Mal mehr Gegenlenken. So, okay, weiter geht's. So, 400 Meter links abbiegen. Okay. Okay. Das machen wir. Okay, jetzt aber scharf links. Und Leute, jetzt kommt ein Drift. Oh, wäre ich im ersten gewesen. Verdammt, ich habe gedacht, ich bin im ersten. Jawohl. So, wir fahren hier das erste Rennen. So, ja, wir haben das Ziel erreicht. Ja, hoffe ich mal, oder? Hoffentlich haben wir das Ziel erreicht. So, hier natürlich erneut spielen. So, hier, zack. Und wir gehen in Solo. Und natürlich, wir fahren natürlich mit dem M4 GTS, Leute. Bam. Leute, wir sind's. Wir sind Profis, Leute. So, okay, jetzt müssen wir aber echt wirklich auf dem Podium sein. Ja, wir müssen natürlich zeigen, wer hier der Boss auf der Straße ist. Ja. So, und 3, 2, 1, Leute. Let's go! Wir spielen hier in der Expertenliga. Das heißt, es wird ziemlich anspruchsvoll. Ich versuche jetzt mal auch nicht direkt am Anfang ich wollte gerade sagen, ich wollte hier gar kein kollidieren. Direkt werde ich hier gerammt. Perfekt, Digga. Okay, das war's dann mit, ja, hier ruhig sein und hinter euch bleiben. Leute, euch werde ich das zeigen. Digga, verpiss dich, Alter. Was bist du denn für ein Formel 1 Auto, Alter? Verpiss dich. So. Und weg mit dir. Einfach beiseite. Einfach wegschieben.
parken mir hier alle, ey. So, jetzt kommen hier schön von innen. Oh, Leute, lecker, Schmecker. Schon mal einen Platz hier aufgeholt. Wir sind gerade auf der Position 7 von 12. Das schmeckt schon mal. Das heißt, wir befinden uns gerade hier im Mittelfeld. Das reicht mir aber nicht. Ja, das Podium. Das Podium, da möchte ich hin. Okay, hier schön im dritten Gang. Okay, hier schön von innen einen Platz noch gut machen können. Jo, das habe ich noch geschafft, ohne hier eine Kollision zu verursachen. Hier auch schön bremsen. Hier wieder in den dritten schalten, direkt wieder in den vierten. Und hier versuchen wieder Plätze gut zu machen. Okay, sehr gut, okay. Hier ist nochmal ein BMW neben mir, aber das konnte ich natürlich noch verhindern, dass er mich überholen konnte. So, hier hinter einem Ford Mustang, oder ist es ein Ford Mustang? Ich glaube schon. So, okay, er macht zu hier, er macht wirklich zu, wir müssen hier sogar ein bisschen aufs Asphalt, hat einfach Angst gemacht. So, okay, mal gucken, hinter uns, oh Gott, ja, oh Gott, und schneller werden, und schneller werden. So, hier können wir natürlich immer ein bisschen was Gas geben. Die Kurve schön von innen nehmen. Einmal vom Gas gehen. So, jetzt hier wieder Vollspeed. Hier bremsen wir relativ früh. Um dann hier wieder aus der Kurve zu beschleunigen. So, hier bleiben wir eher weiter innen. Bleiben im zweiten. So, dann konnten wir jetzt hier natürlich den Ford Focus. Ford Focus. Ja, wahrscheinlich Ford Focus. Ford Mustang natürlich überholen. Oder Ford GT. Ich weiß es nicht. So, diesen Cabriolet können wir auch noch mitnehmen. Okay, da waren wir ziemlich weit außen. Der Bremsweg war auf jeden Fall ziemlich lang. So, hier holen wir uns aber jetzt den vierten Platz. So, den dritten Platz. So, wir sind auf der Position 4. Und vor uns befindet sich, das Podium. Also, mindestens dritter Platz. Das ist jetzt die dritte von dritter Runde, wie ihr das links sehen könnt. Und jetzt ist es natürlich ziemlich wichtig, hier noch den Windschatten mitzunehmen. Und von links jetzt raus. Und jetzt hier zuzumachen. So war es sehr, sehr gut. So, dann hier bremsen. Hier aber schon relativ früh wieder raus. Okay, das war am Limit. So, hier zweiter Gang. Und wieder auch in der Kurve schon beschleunigen. Und gut raus beschleunigen. Und somit können wir uns den dritten Platz sichern, Leute. Bam! Ich habe euch gesagt, Podium. Und es wird natürlich auch Podium. Dritter Platz. Also das war schon ziemlich gut, ja. Beste Runde. Ja, okay. Oh, ich habe eine der besten Runden gefahren. Leute, der King. Der King. So. Ja, die Hofdamen, Podium, Platz. 13.000 in meinen Tash. Das reicht für einen Spoiler, Leute. Okay, weiter geht's. Ein bisschen Einfluss gewonnen muss natürlich sein, Leute. Und ich würde mal sagen, wir fahren hier direkt zum nächsten Rennen. Boah. Es sieht sexy aus, oder? Leute, guckt euch diesen Anblick an. Aufs offene Meer, Alter. Aber okay, das ist natürlich schön und gut. Die Aussicht ist mega nice. Aber wir müssen hier natürlich Geld machen. Ja, das ist das Wichtigste. Und hier gibt es direkt noch ein Rennen. So, 2,6 Kilometer bis zum nächsten Rennen. Natürlich werden wir hier mit Vollspeed driften. Okay, das war schon mal ziemlich schön. Jetzt nochmal einen kleinen Drift hinlegen. So, okay, das war ja kein Drift, ja, Moin. So, jetzt aber. Zweiter, erster. Okay, ja. Den kannst du wegschmeißen. So, den jetzt. Okay, ich bin viel zu langsam. Was soll das, Alter? Warum verliere ich denn so krass an Geschwindigkeit? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr auf dem Gas bleiben. Okay, jetzt hier sehr, sehr scharfe Kurve. Wir gehen ein bisschen fast vom Gas. Okay, nee, er rafft es irgendwie nicht. Also irgendwie kriege ich da kein Gas drauf. Schade. So, jetzt hier. Kreisverkehr. Okay, das schaffe ich aber nicht, im Kreisverkehr zu driften. Oder? Warte mal, ich versuche mal. Ja, guck mal. Der Profi, Leute. Ihr merkt das schon. Der Profi. Der Drift-Profi. Natürlich mit dem G29 ist das schon ziemlich schwer, muss ich. Also ich kann es halt nicht. Ich habe es nie richtig gelernt. Und das Auto irgendwie, natürlich, ich habe das Ganze, die ganzen, Hilfen an. Deshalb ist es auch noch ziemlich schwer. So, hier Horizon präsentiert. Natürlich wieder mit dem N4 GTS, Leute. Welches Auto sollen wir dann in der nächsten Runde mal testen und hier
natürlich mal präsentieren. Schreibt gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, Leute, Rennveranstaltung kann natürlich hier wieder gestartet werden. Wir starten wieder von der Position 8. So, da konnten wir uns aber jetzt direkt am Anfang schon zwei Plätze gut machen. Oder sogar noch mehr. Hier gehen wir eher von links innen, ganz weit innen. Haben jetzt hier eine Kollision mit einem Ferrari Pista bekommen. Ist es ein Pista? Ich glaube schon. So, hier befinden wir uns jetzt auf der Position 4. Das heißt, wir haben 4 Plätze in dem Fall gut gemacht. Hier bremsen wir auch relativ früh wieder an. In der Kurve bleiben wir eher weiter innen und können jetzt wieder raus beschleunigen. Hier, okay, müssen wir den Pista mal wieder rammen. Ja, moin. So, jetzt sind wir aber wieder auf dem Podium. Position 3 wurde sich gesichert. Aber das ist noch Luft nach oben, ja. Wir haben jetzt ein Viertel des Rennens schon absolviert. Hier bremsen wir wieder. So, bleiben richtig weit in. Wir gehen sogar ein bisschen was aufs Gras. Hier bremsen wir, gehen in den zweiten Gang rein. Können jetzt hier wieder schön innen bleiben. Den Speed rausholen. Und konnten jetzt hier... Oh, okay, gerade noch so gerettet, kann man jetzt dazu nicht mehr sagen. Okay, hinter uns machen die ganzen Leute Druck. Hier können wir natürlich mit Vollspeed, wir gehen einmal hier vom Gas runter, durchbrettern, hier bremsen, aber auch nicht zu stark bremsen. Jetzt bleiben wir hier im vierten Gang. Ich bremse jetzt hier wieder stärker an. Oh, okay, ich war jetzt im ersten, es war wieder mal verschaltet, schade. So, natürlich schalte ich hier mit den Schaltwippen, wer es nicht bemerkt hat. Oh Mann, du. Ey, was wird das? Was wird das, wenn es fertig ist? Ja, moin. Perfekt. Komplett verkackt. So, aus dem Weg. Ich muss meine Plätze wieder gut machen, Leute. Oh, jetzt sind wir auf der Position 5. Mann, was wird das, wenn es fertig ist? Ey, Idiota. Was wird das? Ich kann doch jetzt nicht am Ende so krass verkacken. Hä? Was ist mit mir los? Hallo? Alles klar, das Auto spielt gar nicht mehr das, was ich machen möchte. Guck mal hier. Ja, moin. Guck mal. Ja, moin. Wir starten die Veranstaltung, glaube ich, nochmal, Leute. Wir gehen nochmal rein. Was war das denn jetzt, Alter? So, die Rennveranstaltung wird gestartet. 3, 2, 1, Leute. Let's go! Wir starten von der Position 8. Einmal aus dem Weg. Danke dir. So, wir können jetzt hier schon mal 2 Positionen gut machen. Oder sogar mehrere. Oha. Okay, ganz weit innen. Oder ganz weit innen. Wir holen uns das Podium, Leute. 2. Platz. Wir haben jetzt hier den ersten ein bisschen was angetitscht. Das ist aber alles noch okay. Oh Mann, Leute. Wir sind von der Position 8 auf die 2 gerutscht. Jetzt gehen wir hier wieder von innen rein, Leute. Ich möchte es nochmal betonen. Wir fahren hier in der Expertenliga, ja. Danach ist Unschlagbar-Liga, Leute. Wirklich. Also es ist ziemlich solide, was wir hier gerade, glaube ich, an den Tag bringen. So. Okay, ich bleibe jetzt einfach mal in der Außenansicht. Sonst würde ich auch in der Innenansicht fahren. In der Ego-Ansicht. Ich belasse das jetzt aber einfach mal. In der Außenansicht, so sieht man, glaube ich, auch einfach mehr vom Rennen. So. Jetzt hier schön aus der Kurve beschleunigen. Okay, ich bin aber gerade noch natürlich mit einem Abstand erster, aber das kann sich hier auch schnell ändern, weil jeder Fehler ist, nicht gut. So, hier natürlich ein bisschen was abgekürzt, hier bremsen wir, müssen sogar relativ stark, oha, bremsen, okay, da kommen auch schon wieder die ganzen, Konkurrenten. Okay, es wird wieder ziemlich knapp. Hier schon früh bremsen. Ziemlich früh bremsen. So, okay. Da bin ich auf jeden Fall besser rausgekommen. Ich hatte auf jeden Fall einen besseren Exit. So, okay. 66% des Rennens liegen jetzt hinter uns. Okay, einmal nur vom Gas gehen. Okay, das hat nicht gereicht. So, okay. Jetzt hier schön die Gerade ausnutzen. So viel Speed sammeln, wie es nur geht. Hier schon früh bremsen. Nochmal runterschalten. Okay, das war sehr wichtig. Okay. Oh. Okay. Ein bisschen was driften hier. Wir können den ersten Platz aber noch sichern. So, wir. Auch hier werden wir ziemlich langsam. Und haben die Leitplanke wieder mitgenommen. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt müssen wir aber
auf jeden Fall deutlich schneller sein. So, hier sehr gut die Kurve genommen. Hier wieder nur leicht angebremst, hier auch. Oh, das war knapp. Scheiße. Oh Mann, du Digga, das war knapp. Junge, Junge. Ja, ey, guck mal da, das waren 0,4 Sekunden Unterschied. Junge, aber wir haben uns den ersten Platz noch gesichert, Leute. So muss das sein, meiner Meinung nach. So muss das sein, meiner Meinung nach. So, geil. So, ja, nochmal ein bisschen was Cash gemacht. Reicht für die Frontlippe. So, Leute, jetzt fahren wir hier nochmal ein bisschen was. Okay, ich versuche jetzt nochmal zu driften, ja. Ich habe es ja gerade irgendwie nicht hinbekommen. Ich versuche es nochmal. So, und jetzt komm. Geht, oder? Nochmal. Ich mach's nochmal. Noch extra für euch mache ich es nochmal. Ich mach's nochmal. Okay, dann auch ein bisschen was schneller und dann ist es glaube ich wirklich okay. Warte mal. So, einmal hier ins Maisfeld oder ins Raps. Nee, was für ein Maisfeld? Ins Rapfeld. Ins Rapsfeld. So. Jetzt aber schön hier raus. Ey, okay. Sorry, falsche Ansicht. Sorry. So, nochmal. Nochmal. Ey! Wie kann das denn sein, dass ich immer die falsche Taste drücke, Alter? Idiot. So, jetzt hier wieder ins Rapsfeld. So. Und jetzt hier schön raus. Zweiter Gang. Und jetzt. Was? Das ist doch kein Drift gewesen. Digga, ich... Es war kein Drift. Ich mach's nochmal. Nochmal. Komm, wir wollen richtig driften. So, hier schön anfahren. Dann so und dann so. Weißt du? Aber dann ich glaube, das Doofe ist, mit meiner Front, ja, bin ich zu weit. Wie soll man das sagen? Ich bin ein bisschen was zu schräg. Und so verliert er richtig an Geschwindigkeit. So. Das versuche ich jetzt nochmal besser zu machen. Wir bleiben mal im zweiten Gang. Wir driften gleich auch im zweiten Gang. Das heißt so. Falsche Ansicht. Perfekt. Ist egal. Ist egal. So, ey. Ich drücke die ganze Zeit auf den falschen Knopf. Ich bin echt behindert, glaube ich. Ich glaube, ich bin wirklich behindert. So. Und jetzt. So. Erster Gang. Guck. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Guck schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt, Digga. Ich bin einfach total behindert, ist das hier. Wirklich. Ja, so, jetzt aber. Jetzt aber. Ein guter Drift wird jetzt hingelegt. Guck, ich mach so. Falsche Taste wieder. Rückwärtsgang. Ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Taste. So, jetzt aber richtig mal. So. So. Jetzt habe ich die Taste wieder. So, okay. Jetzt nur noch diese Taste hier drücken. So. Genau. Dann muss ich halt das Rad wieder umdrehen. So gegenlenken, so gesehen. Dann funktioniert das. Ich mach's nochmal. Ich muss das lernen, Leute. Das heißt so. Und dann gehst du aber mit dem Rad wieder in die andere Richtung. Ja? So. Wir sind ein bisschen was zu langsam, um hier zu driften. Okay. So eine Kurve auch zu driften, das ist natürlich auch mies. So, wir gehen mal hier. Ja, mit dem Auto kann man aber auch irgendwie nicht gut driften. Keine Ahnung, vielleicht bin ich behindert, aber das bin ich sowieso. Aber... Okay. Ja, das war okay. Das war okay. Mini, Digga, verpiss dich einfach. Verpiss dich. Mach mal Platz, du Geringverdiener. So, ich versuche jetzt hier noch einen Drift. Komm. Enttäusch mich nicht. Okay, du hast mich dezent enttäuscht, Leute. Aber das war es hier von diesem Video von Forza Horizon 4. Ihr wollt einen weiteren Teil. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.